U3 fliegt in den Muck. Ciao, ciao. Was die hier treiben. Final Table Bubble, Leute. Spannung. Spannung. Vielen Dank für den Follow. Von Tutenberg, grüß dich. Oh, hier geht's rein. Und der Shorty wird totgefloppt. Leute, wir sind am FT. Wir sind am hundsgemeinen Finaltisch. Und da geht auch schon die Beleuchtung an, ihr Lieben. Wir haben es geschafft. 7. von 9. Sah schon mal besser aus. Aber wir sind dabei. Wir schauen gleich mal, was da Hole Manager so ausspuckt. Aber wird jetzt nicht so ganz dramatisch schwach besetzt sein. Der größte Gefahr sitzt immer noch hier, relativ unberechenbar. Weiß aber nicht, ob der irgendwie gut oder schlecht ist. Ich glaube eher schlecht, aber ich weiß es auch nicht so genau. King Crush, wo kommst du her? Kanada. Oh oh, was macht denn ihr hier? Wow. Chenorak versprüht hier seinen Stack in der ersten Hand, oder was? Das wäre ja lustig, ey. Du willst ja jetzt nicht etwa callen. Rudi, schmeiß mal weg und bleib mal auf Call. Bube. Vierling 3. Oh mein Gott. Alter, was tankt denn der da bis zum Mond mit seinem Buben, hey? Hallo. Krass, gut. Erster Money Step ist da. Vierling. Man kann auch schlechter treffen, ne? Wahnsinn. Schön. Macht denn ihr hier schon wieder so einen riesen Pot auf, ey? Thomas hier oben, der zieht ein Ding nach dem anderen. 100 Blinds, neuer Chipleader. Wow. Hast du jede Hand Feeling oder was? Rudi, was geht ab? Niklas, ich begrüße dich. Herzlich willkommen bei mir im Stream. Vielen Dank für dein Follow. Niklas, ich hoffe, du hast Daumen. Bist du im Besitz von Daumen? Drück die mal. Dass wir heute einem Turniersieg beiwohnen dürfen. Meinerseits natürlich. Nicht von irgendeinem anderen Typen hier. So, der Landlord limmt UDG. Na, wenn das mal keine Trap ist. Würde mich schwer wundern, wenn das ein Limp holt. Oh, wow, er will isolieren. Oh mein Gott. Landlord, was hast du? Was hast du, Junge? Call. Ass König, gut. 10-8. Oh mein Gott, König ist da. Jawohl, wieder einer raus. Und der King Crush verteilt seine Chips. Okay, passt. Ist für mich voll in Ordnung. Ist für mich voll in Ordnung. Wieder 8-3. Wir können wieder folden. Er hier ist jetzt der Nächste, der fällig ist. Wie viel sind wir noch? 7. 6 von 7. Alles gut, alles gut. Bisher läuft der FT ziemlich okay. Weil danach haben wir auch eine Situation, wenn er raus ist. Wir können ja mit jeder Hand All-In gehen. Ist ja völlig scheißegal. So, wir sind ja nicht irgendwie, müssen ja auf niemanden aufpassen. Wir sind der Short-Stack. Wir müssen versuchen, wieder ranzukommen. Thema beendet. Alrighty, dann geht's jetzt so langsam los. Die Situation, wo wir mal Hände kriegen könnten. Schöne Hand, wenn alle folden, um ihn anzuschaufeln. Aber die Leute wären schön blöd, wenn die uns jetzt hier anfolden. Gegen ein Open Race von einem der Big Stacks brauche ich 3 halt auch nicht reinstellen. So, ich verliere meinen Small Blind, er verliert seinen Big Blind. Alles gut, machen wir nicht. Weg. Lippen ja immer, was soll das? Weg, weg, weg. War er jammed, schön. Und Snappy. Kings, gut. Halten. Gut. 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 Tschüss. Sauer, alles richtig gemacht. Und Asskönig hinterher. Jetzt geht die Reise wieder ganz von vorne los, ihr Hübschen. Jetzt wird aufgebaut. Wer hat Bock, sich um mich zu kümmern? Vitor, Open Race. Komm, mach mal Min-Race. Komm. Wenn du Min-Race machst, dann bist du gegen mich auch verhaftet. Komm jetzt. Hau rein. Na, gegen die zwei Jammers halt, ne? Vielleicht findet ja irgendjemand Dame 10 oder so. King Crush. Hold it, schade. Ass 10. Geht wieder rein. Geil. Hammer. Die ganze Zeit, wo ich keine Hände gebrauchen kann, kriege ich keine. Und jetzt, wo ich welche brauche, kommen Hände. Ist ja perfekt. Also Timing. Muss mal sagen, hat das Turnier. Oh, oh. King Crush hat Bock. Und wir sind vorne. Wir sind vorne. 93. 88. 100. Comeback ist am Start. Über 20 Blinds. Leute, wir haben hier wieder ein Wörtchen mitzureden. Schön. Oh, warte mal, hier bahnt sich was an. Bahnt sich hier was an? Oh, da könnt ihr. Oh, das ist aber. Mal gucken, wie das Ding hier weiter. Oh, All-In. What? Thomas, hast du was oder hast du nichts?
Wow, Call. Sechster Set gegen Aces. Dallas, ciao. Krass, Alter. Er runnt halt auch wie die Hölle, ne? Das ist ja unglaublich. Trifft hier in einer Tour. Vierling, bam. Jetzt schon wieder Set Sechser. Bam, bam, bam. Also, wenn man am FT solche Hits landet wie er, naja, dann hat man schon so eine grobe Idee davon, wer ja am Ende siegreich aus der ganzen Geschichte hervorgehen wird. Aber ich sage euch eins, ich werde mich zur Wehr setzen. Solange ich hier noch Chips vor mir stehen habe, Thomas, mein Lieber, kannst du dir deinen Sieg schön abschmieren. Ja? Nicht mit mir, ich werde kämpfen. Bis auf die letzte Ante. 88 auf 112 in einem 16er PKO. Da müssten wir vielleicht mal wieder doppeln mit unseren... Oh, was ist denn das für ein Flop? Hm, Ami. Thomas, hast du wieder Ass 8 oder irgend sowas, womit du mir jetzt hier auf den Sack gehst? Was machen wir jetzt? Call, oder? Herz haben wir ja auch selber. 10 am Turn. Nicht so gut, nicht so schlecht. Overbet. Ja, Leute, dann werden wir jetzt hier all in sein. Dann werden wir jetzt hier all in sein. Wenn er den Turn overbettet, Leute, König 6 ist nichts zum Folden in der Situation. Wir sind eh letzter aktuellen Chips. Und wir haben 2 Pair. Also, feuerfrei. Muss noch nichts heißen, dass er noch nicht gecallt hat. Eben hat auch mit einem Set 6er ewig überlegt. Er foldet, aber okay, wir haben nochmal eine Overbet kassiert am Turn. Ohne groß schwitzen hier, aber mit irgendwelcher komischer Showdown-Situation, wo er einen Combo-Draw hält. Hier einfach mal den Pot einkassiert, gehen hoch auf 28 Blinds. Schön. Schön, schön, schön. Willkommen bei den Bunten. Auf jeden, lustige Peter. Du bist jetzt auch schon so lange dabei, dass du deine bunten Karten vorm Namen hast. Auf jeden. Geil. So lang auch schon dabei, ne? Cool. Freut mich. So, was haben wir hier? Achter gegen Ass 10. 10 am Flop. Easy Game. Thomas schnappt ohne Ende. Und tschüss. Vitor, nächste, der hier bastet. Ich bin der Einzige, der gegen den am FT meine Hand gewonnen hat, gerade eben. Schon fast ein bisschen stolz. Leute, wir sind zu viert. So, die Frage ist, wie tun wir denn jetzt hier? Overbettet schon wieder, ne? Er kann durchaus eine Dame haben, warum nicht? Ich glaube aber nicht, der ist halt... Ah, was machen wir denn? Was machen wir denn? Ja, ich call, ne? Glaube ich, oder? Ja. Ist, wie es ist, Leute. Dann 15 Blinds, Abfahrt. Nächste ITM ist übrigens klar gemacht. Oh, wir kriegen einen Call von Ass 8. Leute, wir müssen hitten. Dame König. König ist da. Und zurück im Spiel. Wieder über 30 Blinds. Oh, puh. Er trifft halt einfach wahnsinnig gut, ne? Also, wir müssen bestenfalls ihm erstmal aus dem Weg gehen. Versuchen, gegen die beiden hier zu spielen und deren Chips zu übernehmen. Dann haben wir vielleicht eine Chance im Heads-Up. Aber er trifft einfach ohne Ende. Was ist denn das schon wieder für ein Spot, ey? König, oh. Wollte gerade nochmal König Neuen Geschichte erzählen. Queens. Oh mein Gott. Das ist ja immer Nuts. Das ist ja hier immer Nuts. Er hat ja niemals Aces oder Kings. Oh mein Gott, Leute. Und wir covern ihn. Oh, was ist das für ein geiler Spot. Hoffentlich hat er ein kleineres Pocket. Feuerfrei. Feuerfrei, Brudi. Landlord, jetzt zieh mal dir schön die Nase lang, Alter. Was hast du? Ass 5, nix wert. Flop, super. Turn, super. Tschüssi. Und da sind wir Zweiter. Von 3. Für ein netter Spot zum 3-Betten. Sollen wir das mal machen?
Pulten natürlich, wenn jetzt hier irgendjemand eskaliert, aber bietet sich schon irgendwie an, hä? Ist ja noch nicht getreibettet, also sollte hier durchaus Credit haben bei den Jungs. Wenn hier keiner vollhängt, was die Starthand angeht, wird mir eigentlich normalerweise niemand weiter auf den Sack gehen. Auf der anderen Seite hatte ich noch nie einen Stack zum Dreibetten. Jetzt kann ich mal was machen. Kriegen die 4-Bet von Thomas. Okay. Ja, gut, dann. Dann sollst du es wahrscheinlich gewinnen. Schade. Man kann auch nur callen, klar. Ist nicht Open Race und er flattet. Bietet sich ja total an. Nimm hin, mein Lieber. Du hast es nötig. Endlich bist du wieder über 100 Blinds. Schöne Hand ja am Button. Ass, Dame ist suited. Open Race. King Crush called. Wir floppen unser Ass. Das gefällt mir. Er donkt. Wow. Sollte er normalerweise eigentlich nicht machen. Keine Ahnung, was das jetzt soll. Aber wir callen nur. Natürlich nach reichlicher Überlegungszeit. Die wir nicht brauchen, weil es klar, dass wir callen. 7 am Turn. Was ändert's? Nochmal eine schöne Ladung von ihm. Wir werden hier nochmal callen. Auf Suit 8. Oh. Mein Gott, wenn er jetzt hier nicht gerade irgendwelche Toupet oder was gebastelt hat, dann werden wir mit Ass-Dame schon gut sein. Er checkt ziemlich schnell. Wir haben Pot Behind. Leute, das geht rein. Das ist ein ganz klares Value All In. Let's go. Vielleicht kriegen wir einen Call von Ass Klein. Schön wär's. Oder Crushy, was hast du? Hast du was oder hast du nix? Hast du so ein bisschen was? Stimmt, Ass 2 oder so ein Mist. Call doch mal. Ich hab bestimmt nur Bube Dame in Blau. Timing sollte nicht reichen für Stream Snipe. Oder? Ich habe schon relativ lang überlegt, eigentlich immer am Flop und am Turn. Er foldet, okay. Nicht gereicht, habe wahrscheinlich gerade selber gesehen. Weiß nicht, wer nachguckt. Ist ja auch wurscht. Ist nichts passiert. Oh, wir haben Chips gewonnen, das ist passiert. 40 Blinds wieder. Leute, wir sind hier mitten im Spiel. 73, 56, 40. Alles gut. Ähnliche Geschichte wie eben, wir werden callen. Wow. Yummy. Yummy. Yummy, yummy turn. Diesmal kann ich mir so ein Check Race All-In ziemlich gut vorstellen. Ah, Pot Size, nice. Erstmal gucken wir uns das hier an. I. Ah. Alrighty, Leute. Daumen drücken. Du willst draw heavy das Board. Sollte normalerweise Top Pair nicht folden, wenn er es hat. Hat er nicht. Leute, wir sind Zweiter. Oh ja, Open Jam, 35 Blinds. Oh mein Gott, wir haben King Crush genau da, wo wir ihn haben wollen. Den haben wir auf jeden Fall einen Zahn gezogen, Alter. Gerade zweimal All-In gegangen gegen ihn, er hat nicht bezahlt. Jetzt rastet er völlig aus. Jetzt hat er keinen Bock mehr auf die Scheiße. Jetzt stellt das einfach Preflop rein. Wir check-callen übelst viel. Ständig. Aber wir haben auch immer was. Ist ja nicht so, als würde ich irgendeinen Quatsch machen.
Immer gute Karte. Diese Mark, hä? So, was haben wir hier? 1,8 in 5,5. Ja, cool. Ganz gemütlich. Also, ich glaube, PokerStars plant für mich hier den Turniersieg ein. Kann das sein? Werd mal kleines Race spielen. 19,3 ist, glaube ich, klein genug. 7,15, 19, ein bisschen was extra. Nach einer gewissen, oh, nochmal 5 Sekunden Dimebank oder so weglassen. Dass er hier mit allen möglichen Krempel catchen kann, wenn er denkt, dass ich am Bluffen bin. Fall gleich vom Stuhl, wenn der All-In geht. Kann durchaus sein, dass er ein Set hat, warum nicht, ne? Zweier, Vierer am Turn, wäre ein bisschen eklig. Passiert nicht, okay. Leute, wir sind Chip-Leader. Erster von drei. Erster von drei. Und das möglicherweise nicht unbedingt auf unserer, aufgrund unserer unfassbaren spielerischen Kompetenz, sondern weil wir ständig gute Karten haben und irgendwas treffen. Wir haben immer ein paar, wir haben immer Two-Pair, immer irgendwas, wo wir uns hier gut bewegen können in den Händen, die wir spielen. Angenehm. Jetzt müssen wir es bloß noch ans Ziel bringen. Das ist eher so eine komische Karte. War gelimmt. Ich fülle auf aus dem Small Blind. Er checkt. Flop spiele ich ein Blind. Er callt. Turn spielt er an. Ich call. Hat er da eine 2? Oder tut er nur so? Wir gucken mal nach. Naja. Passt. Passt, passt, passt. Sind wir alle wieder gleich auf. 3-Bit mal klein. Wow. Snap Minrays. Rudi, was hast denn du jetzt? Was hast denn du jetzt Schönes? Okay, Leute, ist das einer von diesen Spots? Ich meine, es gibt durchaus reichlich Szenarien, wo wir die beste Hand haben. Er kleinere Flush Draws raised. Selbst wenn er einen Buben hat, ist er jetzt mal nicht so schlimm. Gutshot kann er haben. Wir stellen einfach rein, oder? Kann das sein? Jetzt hier nur callen und auf dem Blank River irgendwie weckhauen oder so ein Mist? Auch nicht geil. Ich glaube, das geht einfach rein, Leute. Muss er schon erstmal callen, wenn er sowas hat wie Bube 10. King Crush, hä? Wie sieht's aus? Nice. Nicey, nicey, nice. Und da ist er, der Chip Lead, wieder. 62 BB gegen 45 und 40. Weil wir hatten schon noch ein bisschen. Wir hatten schon noch ein bisschen Raum für Manöver. Aber jetzt die Aggression abgeben an ihn, nachdem er da raced, dann treffen wir den Turn vielleicht nicht. Und so, dann wird es auch scheiße zum Weiterspielen. Am Ende stehen wir da am River, haben einen riesengroßen Pot und unsere Hand nicht getroffen. Und er spielt nochmal an und dann wissen wir auch nicht, wohin. Ich glaube, das ist so schon die Variante, die mir jetzt spontan am besten gefällt. Auch nicht nochmal irgendwie klein raisen, so mit Einladungskarte und bitte spielen Sie Rand weiter. Einfach rein. Einfach rein den Mist. Wenn er foldet, okay. Wenn er callt, auch okay. Müssen wir halt mal treffen. Vielleicht auch nicht. Kann ja durchaus sein. Er hat da irgend sowas. König hoch Flushdraw, Dame hoch Flushdraw. Mit irgendein Mist, was man halt open raised. War ja eine kleine 3-Bit von mir, da kann er alles callen. König 5. Dame 3 in Herz, sowas. Da müssen wir uns vielleicht nicht mal unbedingt verbessern. Nice, Dankeschön. Okay.
Double Upski im Big 57. Oh, was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert? Wir haben es verpasst. Ich habe am anderen Tisch ein Full House und ich habe es verpasst, was jetzt hier abging, oder was? Was ist denn das hier? Vierer gegen 7-9. Das ging dann, wo ging denn das rein? Er hat ja nix. Vorm Flop nix, am Flop nix. Eieiei. Okay, Leute, wir sind Heads up. Super witzig, dass er eh eine Hand zum Raisen hat. Aber ja. 10-6 ist hier einfach super oft die beste Hand. So. Was soll das sein? Oh. Pik Bube bereitet mir jetzt nicht so viel Kopfschmerzen. Könnte im Zweifel ein grüner Bube sein bei ihm. Den er jetzt hier trifft. Oh ja. Was soll das sein? Zweier, Vierer? Füllt er das nur auf? Wird das nicht raisen? König? Nur aufgefüllt, den er am Flop nicht anspielt und behindcheckt. Two-Pair, was für Two-Pair? 6-2? 6-4? Eine 4 würde er am Flop auch mal anspielen. Das würde er alles anspielen. Das macht doch gar keinen Sinn. Was ist das? Ein geplatzter grüner Flush drauf. 5-3? Oder was? Was soll das sein, Brudi? 7-3, super. Super, danke. Nehmen wir gerne mit. Okay, also, Chip Lead ist da, Pause ist auch da. Wie geht? Ziemlich schneller Call. Turn bringt einen König. Kann er schon ab und zu mal haben. Ich aber auch. Sollte nicht so selten Check-Check gehen hier am Turn. Passiert auch. River ist eine 5. Die Frage ist, check call oder spielen wir es nochmal an in der Hoffnung, dass uns ein kleineres Paar callt. Ich glaube, wir checken. Fühlt sich irgendwie besser an. Er checkt behind und wir gewinnen im Showdown. Schön, 18 Blinds, her damit. Ass 10 hat er gehabt, okay. Aber von Ass hoch auf dem Board glaube ich nicht unbedingt, dass wir nochmal einen Call kriegen. Dafür ist da zu viel los. Digga Dennis, wusste gar nicht, dass du so eine Maschine bist. Boah, vielen Dank, Alter. Jetzt mal nicht hier so in so hohen Tönen loben, ja. Ich gebe mein Bestes, so. Ich spiele so, wie ich mir denke, dass es passt. Ich spiele so, dass ich mir denke, das ist so alles in Ordnung. So, ich kann das vertreten. Ich erkläre alles. Ich gebe irgendwie mein Statement in gewissen Situationen ab, so, dass man irgendwie als Zuschauer zu Hause sitzen und darüber nachdenken kann. Weißt du? Muss ja nicht alles richtig sein. Kann ja auch sein, dass der eine oder andere sagt, ach du Scheiße. Da hat er sich aber gerade schön selber im Kopf ein bisschen verdreht. So. Muss nicht alles richtig sein. Ich spreche hier nicht nur Wahrheit, definitiv. Aber ich gebe halt mein Bestes und offensichtlich führt es dazu, dass wir jetzt hier im Heads-Up sind. Leute, glaube ich, ein bisschen mehr mixen, aber wir sind nicht so häufig im Showdown. Auf der anderen Seite kann er einfach mal einen Stream angucken und sieht jede Hand. Sollten wahrscheinlich ein bisschen mehr mixen, was wir nur auffüllen und was wir raisen, dass wir auch ein bisschen mehr Schrott ab und zu einfach raisen und ein paar mehr starke Hände wie sowas hier auch einfach nur auffüllen, dass wir ein bisschen unberechenbarer sind. Das sollen wir natürlich nicht callen, 46 Blinds, wo kommen wir denn dahin? Man überlegt aber lange her. Highbedded und das ist gar nicht mal so klein. Ass 8 in grün. Wegschmeißen können wir, glaube ich, nicht. All-in gehen möchte ich auch nicht. Daher callen wir. Blob unser Ass. Blob darf gerne check-check gehen. Und am Turn eine schöne Herz 4. Er spielt an. Na gut, dann callen wir. Dann callen wir das. Grüne 5, lecker. Noch ein bisschen Backup, wenn wir mit Top-Pair hier nicht eh schon vorne sind. Kollego, 32 BB, 24 schon in der Mitte. Hier wird doch nicht sich etwa ein kleines All-In anbahnen, oder was, hä? Ich werde es wahrscheinlich klein anspielen, wenn es reingeht, dann soll es reingehen. Ich fühle mich hier nicht so schlecht mit meinem Ass. Snap-Call, Peak-Bube ist so ziemlich die dümmste River-Karte, die kommen kann.
Oh mein Gott, ist der River schlecht. Oh mein Gott. So viele komische Two-Pairs und Straßen. Der Flush kommt auch noch rein. Er snap-called. Das Ding ist, kickt unsere 8 noch? Auch nicht mehr, ne? Durch die High-Cards jetzt hier. Also so, gegen sowas wie Ass 2 sind wir jetzt auch nicht mehr vorne. Dummer Run-Out. Wir hoffen trotzdem, dass wir einfach vorne sind. Oh, ist das so scheiße, ey. Es ist so zum Kotzen. Warum muss denn das passieren jetzt? Warum müssen denn einfach mal 146.000 Chips in die völlig falsche Richtung gehen? Was soll denn das? Oh mein Gott. Ja, kannst du gut spielen, wie du willst, ne? Wenn's so reinrauscht, dann, ja. Problem. Na gut, okay. Dann sind wir halt wieder etwa gleich auf, leicht hinten jetzt. Aber wir sind noch dabei. Oh mein Gott, das wäre so gut gewesen. Stellt euch mal vor, wir sitzen hier schön auf 80 Blinds, er hat noch 20. Was wir denn hier anstellen können? Unglaublich. Aber nein. Geht der ganze Spaß wieder von vorne los. Na gut, okay, wir haben einmal runtergegrindet. Das kriegen wir vielleicht noch ein zweites Mal hin. Ja, ihr Lieben, wer hätte das gedacht, ne? FT Bubble so ein bisschen als Shorty mit rumgerutscht, als einer von dreien, vieren, die irgendwie dünn waren in Chips. Jetzt sitzen wir hier im Heads-Up. Oh, das ist ein Flop, da könnte man Ideen bekommen mit meiner Hand. Ja, spätestens auf den Turn werden wir hier mal einen kleinen Anzettler machen. Ob das wieder ein guter Spot zum Overbetten. Der einen Flop nicht anspielt. Mal gucken. Ist schon schwer mit Ass hoch jetzt hier zu callen. Wow, wir machen unsere Straße. Bube 10 sollte er hier eigentlich niemals haben. Es sei denn, er hat Bube 10 in grün. Das kann durchaus sein, dass er es am Flop checkt und am Turn callt. Das schlägt uns aber ansonsten. 10-6 spielt er am Flop an. Ist ja wertlos, ist ja gar nichts. So was, also. Weiß nicht, keine Ahnung. Was kann das sein? Das, was wir hier haben, ist die beste Hand. Da sind wir uns einig, oder? Also in 99% der Fälle. Wow, wir kriegen den Call. Nice. Da ist er, der große Pot, den wir uns hier schon längst mal verdient haben. Ey, du Schlawiner. Hä? Was hast du hier wieder gemacht? Oh, er hat Bube 9 in Kreuz. Genau die andere Hand. Bube 10 in Kreuz, habe ich gesagt. Da kriegen wir jetzt aufs Maul. Er hat Bube 9 in Kreuz. Kings, wow. Lange nicht gelimmt. Okay, schade. Das stört mich jetzt nicht besonders. König ist schon eher so eine krumme Nummer. Wir checken mal. 2-8. Ein Ass hat er nicht. Ein König kann er durchaus haben. Und gegen den Rest, weiß nicht. Wir gucken mal. Ja, oh, König, ja, passt. Ah, mit einer 3 auch. Hm, oh. Ist okay. Ist okay, aber ich finde meinen Call trotzdem auch ganz okay. Wow. Spielt klein. Was spielt man denn jetzt hier klein? Willst du uns reinlocken? Hast du eine Dame oder was?
Sollen wir es mal probieren? Er tut so, als hätte er was. Gucken, ob dem so ist. Oh mein Gott. Und was habe ich euch letztens in meinem Stream erst verraten? Turniersiege sind das Schönste, was es gibt. Es ist einfach das Geilste, was es gibt im ganzen Poker. Das kriegst du mit in einem Cash-Game nicht hin. Das kriegst du nirgendwo anders. Das Gefühl, was dir ein Turniersieg gibt. You have won the tournament. Congratulations. Und auch wenn es eines der kleineren war, die wir heute angemeldet haben. $11 Buy-in, 1K garantiert. Wir haben es gewonnen. Wir haben dieses Turnier gewonnen. Oh mein Gott, wie geil ist denn das? Zieht euch das rein. Erster Platz, 300 Tacken. Wunderbar. Hammergeil, ey. Zack, Screenshot. Ciao, ciao, zu das Ding. Und weiter geht die wilde Fahrt, Leute. 3 Turnierchen haben wir noch. Ich hab ein Turnier gewonnen, Alter. Ich hab No Limit Hold im Turnier gewonnen. Wie geil ist denn das bitte, Alter? Mega. Leute, ich freue mich total. Ich freue mich übelst.